Weit draußen, tief im Meer, im Unterwasserkönigreich, lebte die Meerjungfrau Lumina mit ihrer Tante in einem Riff. Lumina war eine regelrechte Schönheit und besaß ganz besondere Fähigkeiten. Sie konnte Perlen in den prächtigsten Farben erstrahlen und sogar tanzen lassen. Mit ihrer Freundin, dem Seepferdchen Kuda, erlebte sie unglaubliche Abenteuer, von denen ich hier nun erzählen möchte. Lumina hatte für ihre Freundin Kuda eine Krone aus Muscheln gebastelt und überreichte sie ihr feierlich. Kraft meines Amtes, das mir von niemand Speziellem übertragen wurde, werde ich dich, Prinzessin Kuda, zur Herrscherin über die 7 Weltmeere ernennen. Lumina setzte ihr die Krone auf und Kuda schwamm stolz, erhobenen Hauptes, an Fischen, Austern und Quallen vorbei, die ihr begeistert applaudierten. Danke, meine treuen Untertanen, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Quallen, ich freue mich, meine Krönung mit einem königlichen Ball zu feiern. Möge die Freude darüber grenzenlos sein. Darf ich wohl um den ersten Tanz bitten, my lady? Ich bin entzückt, aber sicher. Kaum war der Tanz zu Ende, kam Luminas Tante Scylla angeschwommen. Eine schon sehr betagte Meerjungfrau. Lumina! Kuda versteckte sich schnell in einer großen Muschel. Lumina! Lumina, was war das für ein Tumult? Wir haben gerade Krönungszeremonie gespielt, Tante Scylla. Hast du etwa deinen Perlenzauber hier draußen eingesetzt? Ich meine vielleicht ganz, ganz kurz. Lumina, ich habe es dir doch immer wieder gesagt. Von deinen Zauberkräften darf niemand erfahren. Ich weiß es, es tut mir leid, wirklich, Tante Scylla. Du hast diese ganz besondere Gabe, aber es darf sich um alles in der Welt nicht herumsprechen, hörst du? Es gibt leider Meeresbewohner, die führen nichts Gutes im Schilde. Aber ich verstehe es nicht, Tante. Wer soll mich hier draußen schon sehen? Du musst es auch nicht verstehen. Tu bitte einfach, was ich dir sage. Tante Scylla schwamm weiter. Und als die an der Muschel vorbeischwamm, in der sich Kuda versteckt hielt, sagte sie nur: Hallo, Kuda. Hallo, Tante Scylla. Kuda kam aus der Muschel heraus und schwamm zu Lumina. Na toll. Jetzt ist deine Tante wütend auf mich. Und ich habe Muschelabdrücke auf meinem Kopf. Oh, du siehst sehr hübsch aus. Eine neue Frisur würde dir ganz gut tun. Und so bekam Kuda von Lumina eine neue Frisur. Natürlich wandte Lumina wieder den Perlenzauber an. Diese Frisur steht dir toll. Mal sehen, du brauchst etwas zum Anziehen. Lumina holte ein paar Stoffe und zauberte für Kuda ein wunderschönes türkisfarbenes Kleid. Zu guter Letzt wurde es dann noch mit Seesternen und Perlen verziert. Sehr gut. Jetzt siehst du aus wie eine Prinzessin. Dann zauberte Lumina auch für sich eine neue Frisur. Und jetzt sehen wir beide die Prinzessinnen aus. Ich frage mich, wie eine echte Prinzessin aussieht. Ja, und das königliche Schloss. Und all die wunderschönen Meerjungfrauen in ihren eleganten Kleidern. Ich bin sicher, sie veranstalten die tollsten Bälle dort. Kuda, glaubst du, wir werden irgendwann mal das Schloss in echt sehen? Vielleicht haben wir irgendwann das Glück. Ich bin sicher, das ist der wunderschönste Ort auf der ganzen Welt. Und ich wette, alle Bewohner dort sind glücklich und zufrieden. Wenn Lumina wüsste. Nein, dort war man nicht glücklich und zufrieden. Im Gegenteil. Das Königspaar lebte sehr zurückgezogen und zeigte sich seinem Volk kaum noch. Eure königlichen Majestäten, ich bitte euch doch lediglich einen Abend in der Öffentlichkeit aufzutreten. Euer Volk braucht euch, euer Königreich braucht euch und wenn ich mir erlauben darf, das auch noch zu sagen, meine Wenigkeit braucht euch auch. Ach, Caligo, ich habe es dir schon 100-mal erklärt. Königin Lorelei und ich. Aber natürlich, natürlich. Wir alle sind untröstlich.
Der Verlust der kleinen Prinzessin ist einfach nur schrecklich. Aber solltet ihr euch nicht trotzdem der Tatsache stellen, das Königreich muss irgendwann einem Nachkommen übergeben werden. Ihr habt keine eigenen Kinder, also fällt es eurem Neffen zu, meinem Sohn. Allerdings interessierte sich der Sohn mehr für die königlichen Pflanzen. Hallo, Neocrinus Decorus. Und, wie geht es denn heute? Caligo zog seinen Sohn von den Pflanzen weg. Ich befürchte, Caligo hat recht. Vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Ausgezeichnet! Und da er im heiratsfähigen Alter ist, könnten wir doch einen königlichen Ball veranstalten. Wir werden nur die allerschönsten und geeignetsten jungen Meerjungfrauen des Königreichs einladen. Alle werden sich darum reißen, die Frau des zukünftigen Königs zu werden. Oh, es sollten vielleicht alle jungen Damen des Reiches kommen, nicht nur die hübschesten. Wie wär's denn mit einer Tombola? Tante Stilla war in ihrem Korallenhaus und braute ein paar Mixturen zusammen, als sie plötzlich eine Stimme hörte. Neugierig schwamm sie hinaus. Juhu! Aber draußen sah sie niemanden. Als Tante Stilla wieder ins Haus wollte, tauchte wie aus dem Nichts eine Moräne auf. Ach du liebes Bisschen, hab ich dich erschreckt? Wer bist du? Und was willst du? Ich habe viele Namen, aber weißt du was? Nenn mich ruhig Murray. Ich bin hier, um dir eine adlige Botschaft zu überbringen von deinem alten Bekannten Caligo. Die Moräne schwamm ins Haus. Raus hier! Raus! Aber Murray dachte nicht daran zu verschwinden. Zugegeben, dich ausfindig zu machen, war eine ziemlich große Herausforderung. Aber mein Korallentrommelnetzwerk hat sich bewährt. Schön, du hast mich gefunden. Sag mir jetzt, was du willst. Ah, Hexen sind ja berüchtigt für ihre Gastfreundschaft. Im Grunde genommen ist es nur eine Bitte. Mein Auftraggeber bräuchte deine, professionelle Hilfe. Meine Hilfe? Bei was braucht er meine Hilfe? Caligo hat seine königliche Majestät überredet, einen Ball zu veranstalten. Auf diesem Ball wird die Perlenmeeresmedaille verliehen, und zwar an Caligos Sohn durch den König. Seine Majestät wird natürlich einen Toast aussprechen. Er will aus seinem Kelch Meerbeerennektar trinken. Und Caligo will, dass ich diesen vergifte, richtig? Ganz genau. Der König segnet das Zeitliche, Caligos Sohn wird gekrönt, alle werden glücklich. Alle bis auf den König. Vielleicht so ein Happy End ist doch was Schönes. Hör zu, sag deinem Auftraggeber, ich bin nicht mehr in der Vergiftungsbranche tätig. Wenn du dich also nicht für Kiemenpolitur oder Schuppenaufheller interessierst, verschwindest du jetzt lieber. Er wusste, dass du das sagen würdest. Ich bin autorisiert worden, folgende Drohung auszusprechen. Tu es! Oder ich verrate allen, dass du die Prinzessin getötet hast. Das würdest du nicht wahr. Mit dieser Antwort hat er auch gerechnet. Deshalb ist es mir erlaubt zu antworten. Darauf kannst du wählen. Von mir aus. Wenn Caligo sein Gift haben will, dann bekommt er auch sein Gift. Die Moräne überreichte Scylla eine Karte. Eine wirklich weise Entscheidung. Hier, diese Einladung zum Ball wirst du später brauchen. Alle schmutzigen Details überlassen wir deinen erfahrenen Meisterhänden. Ich bin sicher, wir werden alle viel von dir lernen können. Glaubst du nicht auch? Und sei pünktlich, nächsten Samstag, 20 Uhr im Schloss. Schloss? Hm? Was ist mit dem Schloss? Lumina und Kuda kamen ins Haus. Tante Scylla ließ schnell die Einladungskarte fallen. Sieh mal einer an. Und wer ist das? Hallo, ich schon bin... wieder zu spät. Unser Gast war gerade im Begriff zu gehen. Aber Tante Scylla... Tante Scylla? Ich hatte immer angenommen, du wohnst hier draußen allein. Vielleicht ja, sollte da ich... hast du dich wohl geirrt. Lauf, verschwinde! Tante Scylla warf Murray hinaus. Luminas Interesse fürs Schloss aber war geweckt. Wovon hat dein Freund gesprochen? Meint er das königliche Schloss? Schwimmst du dorthin? Darf ich mit? Darf ich mit? Darf ich mit? Bitte! Lumina! Ich hörte, die Tore dort sind aus Gold. Es gibt perlenbesetzte Kronleuchter und ein wunderschöner Thron soll dort stehen. Alles ist sicher bezaubernd und ich wollte schon immer mal dahin und Kuda auch. Auf keinen Fall! Du weißt genau, wie gefährlich die Reise dorthin ist. Ich riskiere sie nur um der Geschäfte willen, aber für ein junges Mädchen allein ist die Gefahr viel zu groß. Aber ich wäre doch gar nicht allein. Du wärst doch dabei und Kuda.
Und brennende Feuerkorallen, Tiefseevampire und giftige Steinfische. Lumina, Kuda und du, ihr beide habt das Riff noch niemals vorher verlassen. Ihr beide würdet im offenen Meer keine 2 Sekunden überleben, auch wenn ich dabei wäre, um auf euch aufzupassen. Aber Ende der Diskussion, verstanden? Tante Scylla packte ein paar Sachen für ihre Reise zusammen. Ich schätze, das hieß wohl nein. Nachdem das Wort Tiefseevampire gefallen war, habe ich nicht mehr richtig zugehört. Als Tante Scylla fertig gepackt hatte, brachten sie Lumina und Kuda zur Tür. So, ihr zwei, seid schön brav. In ein paar Tagen bin ich wieder zurück. Und versprecht mir beide, hört ihr, dass ihr euch nicht von zu Hause entfernt. Mhm. Braves Mädchen, so ist es gut. Mach's gut. Wiedersehen. Lumina und Kuda schwammen wieder ins Haus zurück. Wahrscheinlich werden wir zwei nie das Schloss zu sehen bekommen, oder? Zufällig entdeckte Lumina die Einladungskarte, die ihre Tante fallen gelassen hatte. Was ist denn das? Das ist doch eine Einladung. Sie geht nicht nur einfach so ins Schloss. Sie ist eingeladen auf einen Ball. Und ohne Einladung kommt sie wahrscheinlich nicht rein. Lumina schwamm schnell vor die Tür. Tante Scylla, hier, guck mal, du hast deine... Aber Tante Scylla war schon viel zu weit weg. Lumina schwamm zu Kuda zurück. Sie hatte eine Idee. Kuda, meinst du nicht auch, wir sollten ihr diese Einladung unbedingt bringen? Nein, das meine ich nicht. Aber sie wird unmöglich eingelassen ohne diese Einladung. Also, wenn du jetzt logisch denkst, ist es sogar unsere Pflicht, sie ihr zu bringen. Wir schwimmen jetzt sofort zum Schloss und bringen ihr diese Einladung. Lumina, auf keinen Fall! Dann wird sie fuchsteufelswild! Hast du ihr nicht zugehört? Die Reise ist gefährlich! Du meinst wegen der brennenden Dingsbumsdinger und der giftigen So-und-So? Sie sprach von brennenden Feuerkorallen und giftigen Steinfischen! Verstehst du es denn nicht? Das ist unsere große Chance! Ach, Kuda, wir müssen es einfach tun! Wir haben gar keine Wahl! Lumina packte Kuda und schwamm mit ihr los. Ich bin sicher, wir sind auf dem richtigen Weg. Tante Scylla ist immer hier abgebogen, wenn sie auf dem Weg in die Stadt war. Das ist eine Sackgasse. Vor ihnen lag ein großer Tunnel, dessen Eingang mit Felsen versperrt war. So was Blödes. Tja, das war's dann wohl. Wir haben's probiert. Komm, wir schwimmen nach Hause. Ich verstehe das einfach nicht. Lumina! Und auf geht's! Lumina ließ sich nicht beirren und schwamm um den Tunnel herum. Kuda folgte ihr natürlich. Oh, sieh nur! Eine Öffnung, Kuda! Das ist bestimmt eine Abkürzung durch die Korallen. Los, mir nach, Kuda! Hab keine Angst! Entweder folgen oder Angst haben! Bitte entscheide dich! Beides kann ich nicht! Lumina schwamm voraus. Und Kuda wunderte sich, dass sie von großen Rippen umgeben waren. Lumina, dir ist schon klar, dass wir uns in jemandem befinden, oder? Komm schon, ich bin sicher, die sind gleich durch die Höhle durch. Jetzt sieh dir das an, das sind Rippen. Wir sind in einem Ungeheuer, einem Riesentropfen. Plötzlich lösten sich ein paar der Rippen und das Skelett brach in sich zusammen. Sie mussten aufpassen, nicht von den herabfallenden Knochen begraben zu werden. Das ist nicht richtig! Lumina! Schwimmen! Es war ein altes Walskelett, durch das sie schwammen. Im letzten Moment erreichten sie das Ende des Skeletts und fanden sich in einem Algenwald wieder. Na, kennst du vielleicht noch mehr Abkürzungen? Oh nein, die Einladung, ich habe sie verloren! Da! Oh, ich sehe sie. Doch bevor Lumina sie holen konnte, sauste ein Einhornwal vorbei, spießte die Einladung auf und verschwand mit ihr. Ein Einhornwal? Und was jetzt? Komm schon, wir müssen ihm einfach nur folgen. Jetzt geht das wieder los. Auf dem Schloss war General Caligos Sohn gar nicht begeistert davon, dass er auf den Ball gehen sollte. Aber Vater, muss ich wirklich auf den Ball gehen?
Ja, Fergus, weil er die zu Ehren veranstaltet wird. Aber ich hab's dir doch schon gesagt. Ich will gar nicht König werden, sondern viel lieber Botaniker. Vergiss diese vermaledeiten Pflanzen. Du wirst König werden, das ist mein letztes Wort. Verstanden? Und jetzt widme dich sofort wieder deinem Tanzunterricht. Ja, Sir. Caligo schwamm auf eine Vitrine zu. Ah, die Perlenmeeresmedaille. Bald schon wirst du mir gehören. Da tauchte hinter Caligo Murray auf. Hast du mich vermisst? Ah! Würdest du bitte aufhören, dich immer so anzuschleichen? Ich versuch's, aber es macht einfach zu viel Spaß. Erzähl schon, hast du mit Cilla alles geklärt? Ja, hab ich. Und sie hat den Auftrag angenommen. Ausgezeichnet. Und hat sie den König beim Ball erstmal vergiftet, werde ich mich im Zorn erheben und die alte Hexe mit eigenen Händen vernichten. Man wird mich als Held feiern und mir ein Denkmal errichten. Und mein Sohn wird dann König von Segundia. Ich bin beeindruckt. Du hast wirklich an alles gedacht. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es gründlich. Mein Sohn wird zwar König von Segundia sein, aber ich bin der wahre Herrscher über Segundias Meervolk. Leider hat mein Plan noch einen Haken. Ich muss eine junge Dame finden, die meinen Sohn heiratet. Wieso sprichst du nicht mal mit Cilla? Sie hat eine ziemlich hübsche Nichte. Caligo packte Murray an seiner Schwanzflosse. Eine Nichte? Was ist nur in mich gefahren? Hatte ich sie etwa nicht erwähnt? Blond, 17 Jahre alt. Ein wirklich interessanter Zufall, findest du nicht? Was? Ich nehme an, das heißt ja. Murray, bring mir die Kleine. Ich möchte ihr ein paar Fragen stellen. Lumina und Kuda schwammen noch immer durch den dichten Algenwald. Dieser Algenwald, der hört ja gar nicht mehr auf. Und es wird irgendwie ganz schön dumpf. Lichter? Ach, die Stadt! Lumina! Warte doch! Sie kamen zu einer großen Grotte. Aber als sie fast erreicht hatten, gingen die Lichter aus. Im Inneren gab es nur Felsen und tiefe Gräben. Plötzlich schreckte Kuda auf. Der Stein, vor dem Lumina sich aufhielt, schien ein Auge zu haben. Los, weg da! Von dem Stein! Was? Verschwinde von dem Stein! Dort! Wieso? Der Stein bewegte sich plötzlich. Er war ein riesengroßer Fisch. Jetzt knurrte er die beiden böse an. Das ist ein Steinfisch. Er ist einer der giftigsten. Ich bin der giftigste. Von mir aus der allergiftigste Fisch des Ozeans. Ganz genau, Lady. Das ist der Schlund des Untergangs, in den du da blickst. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Schlund. Ihr Stimmchen ist wirklich außerordentlich kräftig. Willst du nicht vor Furcht flüchten? Ich wäre unbedingt dafür. Hast du Quallen auf den Ohren? Jeder einzelne meiner giftigen Stacheln garantiert dir ein schreckliches, qualvolles Ende. Aber Lumina ließ sich nicht verängstigen. Sie wandte ihren Perlenzauber an. Und einen Augenblick später steckte auf jedem Stachel eine wunderschöne Perle. So, die stehen dir wirklich gut. Was? Was hast du denn mit mir gemacht? Ja, was sollte diese Aktion? Ich habe einfach nur deine Stacheln entstachelt. Jetzt muss sich keiner mehr vor dir fürchten. Na toll! Super, großartig! Was soll ich denn jetzt nur tun? Versuch's mit Höflichkeit. Du musst ja niemandem einen Schrecken einjagen. Vielleicht lernst du ein paar Fischkollegen kennen. Ja, das sagt sich so leicht. Alle schwimmen sofort weg, wenn sie mich sehen. Wenn sich keiner mehr vor dir fürchtet, findest du bestimmt viele Freunde. Ach, ich weiß nicht so recht. Das ist doch irgendwie steinfisch-untypisch. Und ich glaube, Höflichkeit liegt mir auch nicht so. Wir sind unterwegs in Richtung Stadt. Da gibt es jede Menge Fische, Herr Schlund. Du könntest dort doch üben, freundlich zu sein.
Also, mein Name ist Spike. Habt ihr wohl was dagegen, wenn ich mitkomme? Es wäre mir eine Ehre. Und ich wäre einfach nur nervös. Aber jeder verdient eine Chance. Gemeinsam schwammen die drei aus der Grotte. In der Zwischenzeit war Murray mit zwei weiteren Muränen zu Tante Cillas Haus geschwommen. Es war niemand da und die Muränen schwammen einfach hinein. Auf dem Tisch entdeckte Murray eine Nachricht, die Lumina ihrer Tante hinterlassen hatte. Tante Cilla, wahrscheinlich hattest du nicht bemerkt, dass du deine Einladung vergessen hattest. Wir bringen sie dir. Wir sehen uns am Schloss. Alles Liebe, Lumina. Opfer. Nie da, wenn man sie braucht. Naja, wenn wir drei schon mal hier sind. Murray schnüffelte in Tante Cillas Sachen herum. In einer Schublade entdeckte er etwas Interessantes. Ein wunderschönes Perlenarmband. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Lumina, Kuda und ihr neuer Freund, der Steinfisch Spike, hatten viel Spaß bei ihrer gemeinsamen Reise. Spike erzählte einen Witz nach dem anderen. Und der Putzerfisch sagte, vor dem Hai muss ich nicht wegschwimmen, ich muss nur vor dir wegschwimmen. Auf einmal wurde Kuda von einer Schlingpflanze gepackt. Hilfe, 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 bitte so helfen! Brauchst du wirklich Hilfe oder ist das wieder nur eine Show? Oh nein, sie ist in ein Schlingseetangbeet geraten. Das Zeug lässt einen nie wieder los. Lumina zog Spike eine Perle von einem Stachel. Jetzt konnte er Kuda helfen, indem er die Schlingpflanzen abschnitt, die sie festhielten. Cilla hatte recht. Wir kommen nie heil am Schloss. Doch dann sahen sie das Schloss in seiner ganzen Pracht vor sich. Das Schloss. Oh. Die drei schwammen in eine Stadt, die zu Füßen des Schlosses lag. Hier war unglaublich viel los. Es herrschte ein Treiben und eine Hektik wie in einer Großstadt. Wahnsinn, hier haben sie aber alle ganz schön eilig. Kuda, wo ist denn Spike? Spike hatte sich hinter einer Säule versteckt. Ihm kam das alles sehr unheimlich vor. Spike, komm raus. Wieso versteckst du dich? Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Okay, dann mach dich aber mal auf so ein richtig schön lautes Gebrüll gefasst. Eine Passantin sprach Spike an. Hey, ich stehe auf deine Perlen. Ehrlich, du stehst drauf? Oh ja, unglaublicher Look. Jetzt wurden noch mehr Passanten auf Spike aufmerksam. Erdfarben sind ja sowas von in dieses Jahr. Lumina und Kuda amüsierten sich über Spikes Wirkung bei den Leuten. Plötzlich entdeckte Kuda Tante Cilla. Oh, Lumina, sieh nur, das ist deine Tante Cilla. Oh nein, und wir haben die Einladung verloren. Das glaubt sie uns nie. Das klingt ja auch wie eine Ausrede. Sie wird so wütend sein, dass wir hier sind. Naja, ich werde versuchen, ihr zu erklären, dass wir es nur gut gemeint haben. Sie verpasst uns bestimmt an ihr Hausarrest. Los, weg hier! Warte, was wird denn aus Spike? Kuda nahm Lumina an die Hand und schwamm mit ihr in eines der Gebäude vor dem Schloss. Kaum waren sie drinnen, wurde Lumina von einer Tintenfischdame regelrecht mitgezerrt. Hier lang, Schätzchen! Ich zeig dir deinen Arbeitsplatz. Die beiden waren in einem Friseur- und Kosmetiksalon gelandet. Aber ich glaube, sie verwechseln mich mit jemandem. Hast du denn Referenzen und deinen Lebenslauf dabei? Und vielleicht ein paar Haarspangen? Mein Dutt ist unberechenbar. Oh, möchten Sie vielleicht eine Erfrischung? Oh, Madame Rukus, glauben Sie wirklich, diese Rougefarbe ist auf dem Ball angesagt? Oh, glaub mir, Schätzchen, diese Farbe steht dir so gut. Genau 52,95 Herzchen. Shampoo! Achtung, Fang! Oh, bei trockenen Schuppen empfehle ich eine Seegurken-Schlammmaske. So, jetzt wollen wir doch mal sehen, was du so drauf hast. Die Besitzerin des Salons führte Lumina zu einer Übungsperücke. Was genau meinen Sie? Warte eine Sekunde, Schätzchen. Salon du Maire, Madame Rukus an der Muschel? Aber natürlich, Ma'am, das schaffen wir noch vor dem Ball. Oh, ich sehe schon, deine Augen sind total geschwollen, Liebes. Leg dir jeden Dienstag ein paar Seegurken auf die Lider. Mhm. Auf Wiederhören. Salon du Maire, Madame Rukus an der Moschee. Oh, das tut mir schrecklich leid. Am Samstag sind wir total ausgebucht. Aber selbstverständlich.
Eine Sekunde, Schätzchen. Ich kann nur 8 Dinge auf einmal tun. Dann kümmerte sich die Tintenfischdame wieder um Lumina. Ah, du hast den Job. Ein Job? Ich habe einen Job. Was ist denn ein Job? Und hier ist deine erste Kundin. Mittagspause ist um 1 und um 5 schließen wir. Ach, übrigens, wie heißt du, Schätzchen? Ich heiße Lumina. Jetzt wurde Lumina von einer ihrer Kolleginnen aufs Korn genommen. So, du bist also die neue Stylistin, ha? Hör zu, Frischling, es gibt 2 Regeln. Hände weg von meinem Trinkgeld und Finger weg von meiner Glücksbürste, klar? Was ist Trinkgeld? Lass dich von ihr nicht ins Boxhorn jagen, hörst du? Das ist Sandrine und sie ist halb Barracuda. Und das ist Cora, zuständig für Nägel und Flossen. Hallo, ich bin Lumina und das ist meine Freundin Kuda. Hallo, wir sind bloß auf der Durchreise. Oh, naja, ich freue mich auf jeden Fall. Puh, meine Tentakel schwächeln. Salon du Mer. Oh, aber natürlich, wann genau möchten Sie denn einen Termin haben? Die Kundin zeigte Lumina ein Bild aus einer Zeitschrift. Kannst du mir so eine Frisur machen? Was? Ja, natürlich, wenn es das ist, was du willst. Aber ich hätte eine Idee, was dir viel besser stehen würde. Aber ich will so aussehen wie sie. Kleiner Tipp, Frischling. Gib ihnen einfach, was sie wollen. Am Ende zählt hier nur der Einheitslook, wenn du weißt, was ich meine. Als niemand auf Lumina und ihre Kundin achtete, wandte Lumina schnell ihren Perlenzauber an. Die Frisur und das Styling wurden perfekt. Als dann die Kundin in den Spiegel sah, stockte ihr der Atem. Das ist ja wohl voll der Hammer! Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Gefallen? Ich stehe total drauf! Dankeschön. War mir ein Vergnügen. Na gut, diesmal hattest du Glück. Niemand hat dich gesehen. Können wir jetzt endlich gehen? Die nächste. Lumina fand langsam Gefallen an ihrer Arbeit und bediente eine Kundin nach der anderen. Im Schloss hatte Caligo seine Leibwache zu sich rufen lassen. Hast du die Männer bezüglich des Balls informiert? Ja, Sir. Keine Sorge. Sie wissen genau, was zu tun ist. Ich bin äußerst entzückt. Die Leibwache war gerade verschwunden, da erschien Tante Cilla. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Für den Rest bist du jetzt verantwortlich. Du wirst auf den Ball für einen Kellner einspringen und der königlichen Gesellschaft den Meerbeeren-Nektar servieren. Natürlich auch seiner königlichen Majestät. Der König wird meinem Sohn die Medaille überreichen, auf ihn anstoßen und tot umfallen. Ich habe, was du wolltest. Ich muss den Trank nur noch zusammenbrauen. Du hast mich schon einmal von einem Plagegeist befreit. Jetzt wirst du mich vom nächsten befreien. Oh, da fällt mir noch ein. Ich habe gehört, du hast eine Nichte. Ich habe auch einen Goldfisch. Was ist schon dabei? Bitte. Ich lasse schön grüßen. Und zwar beide. Im Salon waren alle begeistert von Luminas Arbeit. Allerdings gingen ihr die Perlen aus und sie schickte Kuda los, um welche zu holen. Währenddessen war Murray, die Muräne, zu ihrem Herrn zurückgekehrt. Weg! Was meinst du mit, sie ist weg? Du weißt schon, futsch, verschwunden, abracadabra. Erst war sie da, dann war sie fort. Die Hütte war völlig ausgestorben. So ein Mist! Wahrscheinlich hat sie irgendjemand gewarnt. Das glaube ich nicht. Auf einem Zettel stand, dass sie sich auf den Weg in die Stadt macht. Und hier, das habe ich auch noch gefunden. Murray zeigte Caligo das Perlenarmband, das er mitgenommen hatte. Caligo erkannte ein Wappen darauf. Was? Das königliche Wappen. Dann ist sie es tatsächlich. Die alte Hexe hat mich aufs Kreuz gelegt. Die Prinzessin ist gar nicht tot. Darüber scheinst du nicht gerade erfreut zu sein. Das könnte all meine Pläne durchkreuzen. Wir müssen sie loswerden, hörst du? Such nach ihr in der ganzen Stadt. Trommel deine schleimigsten, fiesesten und hinterlistigsten Kumpanen zusammen. Und dann... Ich glaube, ich kenne überhaupt nur so welche. Dann schaff mir dieses Mädchen her! Ein junger, gut
gutaussehender Mann mit einem Delfin kam in die Stadt vor dem Schloss. Er schien etwas Bestimmtes zu suchen. Irgendwie werde ich aus dieser Karte einfach nicht schlau, Dolphin. Ah, vielleicht kann uns ja diese nette Dame weiterhelfen. Der junge Mann traf zufällig auf die Besitzerin des Salons, in dem Lumina jetzt arbeitete. Sie hatte alle Tentakel voll mit Einkäufen und bekam die Tür zum Geschäft nicht auf. Verzeihung, Ma'am, aber vielleicht... Oh, danke! Du bist ein wahrer Schatz. Trag alles rein und leg's auf den Tresen. Ich schnapp mir den Rest. Sie drückte dem jungen Mann ein paar Pakete in den Arm. Er war überrascht, tat aber das, was man ihm gesagt hatte. Im Salon stellte er die Pakete auf den Verkaufstresen. Lumina nahm sie entgegen. Hast du Styling-Gel mitgebracht? Styling-Gel? Aha, hier ist es ja. Entschuldige, ich fürchte, das ist alles noch sehr neu für mich. Schon in Ordnung. Das hier ist auch mein erster Job. Ich bin Lumina. Freut mich, dich kennenzulernen, Lumina. Ich bin Delphin. Delphin? Schon gut. Woher sollte sie das denn wissen? Wir sind uns gerade erst begegnet. Ich bin Delphin, das ist Dolphin. Wir werden häufig verwechselt. Dolphin, der Delfin, schubste den jungen Mann aus dem Geschäft. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh, unglaublich gut aussehender Typ. Ah, hast wohl eine Glückssträhne, was? In diesem Moment kamen Caligo und sein Sohn in den Salon. Bist du die neue Stylistin? Ja, Sir, Lumina. Namen sind Schall und Rauch. Ich habe gehört, du vollbringst wahre Wunder. Fällt dir vielleicht zu dieser Katastrophe was ein? Caligo meinte seinen unscheinbaren Sohn, der nur verlegen lächelte. Aber ganz sicher, klar. Toi, 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 du wärst die Erste. Caligo verließ das Geschäft. Plötzlich fielen dem Sprössling ein paar Blumen auf. Ist das eine Rubina grandiflora? Da bin ich überfragt. Hey, Cora, was für eine Pflanze ist das? Grünzeug? Als der Junge Luminas Kollegin in die Augen sah, war es um ihn geschehen. Sie ist wunderschön. Wenn ich fertig bin, stelle ich euch vor. Das Ergebnis konnte sich wirklich sehen lassen. Fergus sah total verändert aus, viel besser als vorher. Lumina brachte ihn zu Cora. Hallo, ich bin Fergus. Ich bin Cora. Hast du Pflanzen gern? Schon, ich hab einen Farn. Was, echt? Hast du ihn schon mal mit einer Mischung aus Knochenmehl und Phosphor gedüngt? Das bewirkt wahre Wunder bei den kleinen Setzlingen. Ich könnte es ja mal versuchen. Fergus! Caligo holte seinen Sohn ab und verschwand. Gleichzeitig kam auch die Chefin wieder zurück. Haltet eure Haarspangen fest. Ich habe unglaublich aufregende Neuigkeiten. Ich habe vorhin eine gute alte Bekannte getroffen. Und seht mal, was sie mir gegeben hat. Sind das Einladungen zum königlichen Ball? Oh, heute? Ganz genau. Wir sind alle eingeladen. Hier bringe ich noch mehr Perlen. Allerdings noch mit Verpackung. Kuda, wir gehen auf den königlichen Ball. Und zwar im Schloss. Oh nein, das ist furchtbar. Ach ja? Was sollen wir bloß anziehen? Die Mädchen gingen gemeinsam einkaufen und halfen sich gegenseitig beim Aussuchen ihrer Outfits. Am Abend ging es dann ins Schloss. Fergus entdeckte Cora natürlich sofort. Juhu, Cora! Cora trug an ihrem Handgelenk eine Blume, die Fergus sofort auffiel. Die Rubina grandiflora. Wundervoll, wie sie strahlt. Genau wie du. Danke schön, Fergus. Hier, guck mal, ich trage auch eine Blume. Das ist eine Schwefellilie. Fergus! Wieso tanzt du denn nicht? Der Ball ist dafür da, dass du eine Braut findest. Ich hab's versucht, Vater, wirklich, ehrlich, glaub mir. Aber es wollte niemand mit mir tanzen. Die meisten schwimmen schreiend davon, wenn ich mich ihnen nähere und sie anspreche. Ach, oh, ist ja auch kein Wunder. Was stinkt denn hier so entsetzlich? Oh, das ist meine Quidest vetere. Die ist ganz schön selten, weißt du. Genau genommen wächst sie nur auf einem Korallenriff. Weg mit dem Stinkedings! Und jetzt ab mit dir auf die Tanzfläche! Cora kam mitfühlend auf Fergus zu. Spricht er etwa immer so mit dir? Was meinst du?
Oh, ich höre die Musik. Entschuldige mich bitte, mein Vater sagt, ich muss tanzen. Also, weißt du, ich tanze wirklich gern. Ach, ehrlich? Tanzt du auch mit mir? Ich fand deine Blume echt toll. Ja, nicht wahr? Sie ist eine wunderhübsche Schönheit. Die beiden schwebten regelrecht auf die Tanzfläche. Lumina rempelte aus Versehen Caligo an. Oh! Miss Lumina, willkommen. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Sie haben bei Fergus ein wahres Wunder vollbracht. Ich hätte beinahe meinen eigenen Sohn nicht wiedererkannt. War mir ein Vergnügen. Verzeihung, General Caligo, aber ich bestehe auf den ersten Tanz. Oh, aber natürlich, Prinz Dolphin. Ich hasse Delphin. Sie müssen es ja wissen. Prinz Delphin? Und dann lieferst du auch noch Haarpflegeprodukte auf? Ich würde sagen, das ist dein Hobby, mehr nicht. Manchmal brauche ich einfach eine Pause von meinen Pflichten als Prinz. Du machst Witze, oder? Der Prinz zog Lumina auf die Tanzfläche. Und wie sieht das bei dir so aus? Bei Tag bist du Hairstylistin und bei Nacht Prinzessin? Prinzessin? Wer, ich? Von einer Prinzessin bin ich meilenweit entfernt. Und wer macht jetzt Witze? Du heißt Dolphin, richtig? Ich bin Kruder. Du hast das wohl nicht so mit Worten, oder? Dolphin, der Delfin, stieß mit jemandem zusammen. Daraufhin bekam er einen Hustenanfall und spuckte einen kleinen Fisch aus. Endlich! Diese Sardine steckte mir jetzt schon seit Wochen im Hals. Tut mir leid. Was hast du gerade gesagt? Caligo wollte sich gerade etwas zu trinken einschenken, als Murray plötzlich hinter den Flaschen auftauchte. Du sollst das doch lassen! Entschuldigung, verläuft eigentlich alles nach Plan? Sieht ganz gut aus. Ihre Majestäten werden uns in einer Viertelstunde mit ihrer Anwesenheit beehren. Und das wird dann der letzte Auftritt des Königs sein. Was ist mit der Kleinen? Wir suchen sie noch. Ich habe alles, was kreucht und fleucht, auf die blonde 17-Jährige namens Lumina angesetzt. Oh. Nur keine Sorge, die kriegen wir schon. Caligo packte Murray. Das Mädchen heißt wie? Lumina. Das stand auf dem Zettel drauf. Caligo drehte Murrays Hals zur Tanzfläche, wo der Prinz mit Lumina tanzte. Ist sie das etwa? Ja, ja! Ich würde sagen, ja! Lumina konnte ihr Glück noch gar nicht fassen. Dass ich eines Tages im Schloss tanzen würde, hätte ich niemals für möglich gehalten. Doch du tanzt so, als hättest du es schon 100 Mal gemacht. Dankeschön. Ich hole uns was zu trinken. Du reservierst mir aber den nächsten Tanz, oder? Ja, versprochen. Kaum war der Prinz weg, stürzte sich Caligo auf die Tanzfläche und ergriff Luminas Hand. General Caligo, ich hatte den nächsten Tanz eigentlich Prinz Dolphin versprochen. Aber wenn Sie wünschen, tanze ich danach mit Ihnen. Oh? Verraten Sie mir eins, Miss Lumina. Sind Sie vielleicht mit Ihren Eltern hier? Ob ich mit meinen Eltern... Nein, ich bin bei meiner Tante aufgewachsen. Verstehe, aha. Es hat eben jeder seine Geheimnisse, nicht wahr? Caligo zerrte Lumina auf den Balkon hinaus. Manche Geheimnisse müssen eben unbedingt unentdeckt bleiben. Lumina wurde von den drei Muränen gepackt und in einen Sack gesteckt. In dem Moment kam Kuda auf den Balkon. Hey, was macht ihr denn mit mir? Ich will keine Zeugen! Kuda wurde zu Lumina in den Sack gesteckt. Wo sollen wir sie denn hinbringen? Hm? Bringt sie sofort in den Kerker des Schlosses. Dieses Mal werde ich selbst dafür sorgen, dass sie ein für alle Mal verschwindet. Lumina und Kuda wurden von den Muränen in den Kerker gesperrt. Was wollt ihr eigentlich von uns? Hab Geduld, immer mit der Ruhe, meine Liebe. Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Moment. Ich weiß, wer du bist. Du warst doch bei uns zu Hause. Sag mal, bist du nicht ein Freund meiner Tante? Oh, ich würde sagen, Freund trifft es nicht ganz. Deine Tante und ich sind eher sowas wie Geschäftspartner. Was für Geschäfte sind das wohl?
Sind auf gewisse Weise Auslöscher. Ja, und in genau 5 Minuten wird deine Tante den König auslöschen. Ganz genau, sie wird ihn vergiften. Das ist doch verrückt. Tante Cilla würde niemals irgendjemanden vergiften. Aha. Ach, Lumina, was machen wir denn jetzt nur? Lumina sah, dass der Kerkerschlüssel nicht allzu weit von der Kerkertür entfernt an der Wand hing. Sie hatte eine Idee und holte eine Handvoll Perlen hervor. Ah, Bestechungsversuch, das ist eine gute Idee. Ich dachte da an was anderes. Lumina benutzte ihren Perlenzauber. Sie ließ die Perlen zu einer langen Kette zusammenwachsen und diese langsam zu dem Schlüssel hinüberschweben. Im Ballsaal stürmte Fergus stolz auf seinen Vater zu. Hast du gesehen, Vater? Hast du es gesehen? Ich habe getanzt mit einem echten Mädchen. Gut, ich bin begeistert, dass es keine Pflanze war. Das mit der Kette funktionierte. Lumina ließ den Schlüssel unbemerkt von den kartenspielenden Wachen in die Zelle schweben. Und was jetzt? Wie lenken wir denn diese Nudelbrüder ab? Auch da hatte Lumina schon eine Idee. Sie schnipste eine Perle durch die Gitterstäbe und traf eine der Muränen. Und das machte sie ein paar Mal. Hey, wieso hast du das getan? Was? Ich hab gar nichts getan. Au! Hast du nicht mal alle Schuppen an der Flosse? Was? Nein, ich hab nichts gemacht, ihr was? Nein, ich war's nicht. Das hast du nur davon. Man soll eben nichts anderes hauen. Und schon fingen sie an, sich gegenseitig zu verprügeln. Lumina ließ die Kette jetzt auf die 3 zuschweben und sie fesseln. Und wollen wir? Sehr gern. Lumina schloss die Kerkertür auf und sie verließen ihr Gefängnis. Die 3 mit der Perlenkette gefesselten Muränen schäumten vor Wut. Schnappt sie euch! Los, die Idioten! Alle gleichzeitig! Können wir vielleicht einen Deal aushandeln? Unterdessen setzten sich alle im großen Ballsaal zum Mahl an die Tafel. Tante Cilla verteilte die Trinkkelche, genau beobachtet von Caligo. Lumina und Kuda waren schon auf dem Weg nach oben. Meinst du, es stimmt, was diese Schmierigen alle über Tante Cilla gesagt haben? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Aber wenn Tante Cilla in Schwierigkeiten steckt, müssen wir ihr helfen. Als Tante Cilla den Nektar holte, konnte sie zufällig ein Gespräch zwischen dem König und der Königin belauschen. Ich weiß, Lorelei, ich weiß. Wir haben uns immer gewünscht, dass wir eines Tages unser Königreich an unsere Tochter übergeben. Sei tapfer, Liebes. Ein Diener kam auf Tante Cilla zu. Komm schon, na los, du willst dich doch nicht ewig dran festhalten. Dem König und der Königin gebührt das. Was? Was haben Sie gesagt? Der Nektar. Du solltest ihn jetzt servieren. Oh ja, Sie haben recht. Sie haben absolut recht. Tante Cilla schwamm auf Caligo zu und wollte seinen Kelch vom Tisch nehmen. Gib mir den Kelch, Caligo. Ich hab satt, ich will niemanden mehr vergiften. Aha. Ich hatte also doch recht. Nein, danke schön, aber ich werde diesen Kelch behalten, wenn du nichts dagegen hast. Caligo, ich versuch doch nur dein Leben. Oh, ich weiß, was du gerade versuchst, du alte Hexe. Hältst mich für einen Idiot. Na schön, es ist deine Beerdigung. Sie denkt, sie könnte jemanden wie mich austricksen. Es sei denn, sie möchte, dass ich genau das denke. Eine Fanfare ertönte und das Königspaar kam herein. An seinem Platz angekommen, begrüßte der König sein Volk und seine Gäste. Treue Bürger von Sigundia, wir haben uns heute hier versammelt, um das kostbarste Symbol, das das Königreich sein eigen nennt, zu überreichen. Dieser junge Mann zu meiner Rechten wird eines Tages den Thron Sigundias besteigen. Fergus starrte allerdings die ganze Zeit über Cora an und Cora ihn. Lumina und Kudo waren schon fast oben, als sie von der Palastwache entdeckt und verfolgt wurden. Der
König wollte nun einen Toast aussprechen und suchte auf dem Tisch nach seinem Kelch. Caligo, ist das mein Kelch? Und jetzt ein Toast! Komm schon, Caligo. Willst du nicht auf deinen eigenen Sohn anstoßen? Oh, ja, aber natürlich. Meine getreuen, verehrten Gäste, stoßen wir auf den zukünftigen Herrscher von Sigundia an. Er wird eines Tages das Schicksal unseres Königreiches bestimmen. Auf meinen Neffen. Er ist der ganze Stolz meines geschätzten Schwagers Caligo. Sein einziger Sohn und Erbe und unser zukünftiger König. Auf Fergus! Gerade als der König trinken wollte, stieß ihn Caligo an und der König verschüttete seinen Nektar. Oh, wie ungeschickt. Bitte verzeiht mir. Nehmt doch meinen Kelch, Majestät. Oh, hab Dank. Wie immer sehr höflich. Ich doch! Tante Cilla wollte auf den König losstürzen und ihm den Kelch entreißen. Aber eine Palastwache stoppte sie. Endlich hatten es auch Lumina und Kuda geschafft, in den Ballsaal zu kommen. Auch sie sahen, dass der König gerade trinken wollte. Na gut, stoßen wir also an. Auf Fergus! Lumina! Im letzten Moment gelang es Lumina, dem König den Kelch aus der Hand zu schlagen. Warum hat sie ihm denn den Kelch aus der Hand geschlagen? Was ist denn in sie gefahren? Sie wollte den König angreifen! Wachen, nehmt sie fest! Ihr könnt sie doch nicht einfach festnehmen! Sie könnte keiner Krabbe was zuleide tun! Genau! Flossen weg, Jungs! Lassen Sie sie los! Sie hat den König gerettet! In seinem Kelch war Gift! Was? Gift? Woher weißt du das? Weil ich diejenige war, die den Kelch mit dem vergifteten Trank gefüllt hat. Nein! Hört nicht auf sie! Wieso bei allen Weltmeeren wolltest du mich vergiften? Ich wollte ja gar nicht. Ich bin gezwungen worden. Ich wurde gezwungen von... Caligo sah, dass hinter Tante Cilla der Steinfisch schwamm. Eine Perle fehlte auf einem seiner Stachel. Das war die Gelegenheit für den Schurken. Er stürzte auf sie zu und stieß sie mit voller Kraft auf den Steinfisch. Warum ist sie ohnmächtig? Oh nein, sie hat den Stachel vom Steinfisch gestreift. Die Arme! Das Gift des Steinfisches ist so stark, es wird sie sicher töten. Was habe ich da nur getan? Ihr habt die alte Hexe doch gehört. Sie hat gerade versucht, unseren geliebten König zu vergiften. Und dieses Mädchen hat offensichtlich davon gewusst. Sie ist eine Komplizin. Wachen, nehmt sie fest! Nein, bitte, Sir. Gebt uns noch einen Moment. Hier kommt ihr nicht durch! Aber nicht nur Kuda stellte sich den Wachen in den Weg, sondern auch viele andere. Die Lady hat gerade um einen kurzen Moment gebeten. Ihr wollt doch sicher nicht meine Tinte schlucken. Nein. Wir warten einen Moment. Tante Cilla, bitte, du darfst nicht sterben. Du musst wieder gesund werden. Lumina, ich muss dir noch etwas sagen. Psst, schone deine Kräfte. Vor langer Zeit da... Dann nahm ich dich, deinen Eltern fort, Lumina. Ich tat es nur, um dich zu beschützen. Aber all diese Jahre grämten sie sich zutiefst. Ich weiß, dass es ein Fehler war. Aber ich hatte so schreckliche Angst, dich zu verlieren. Bitte, du musst mir verzeihen. Spike, weißt du, ob es vielleicht ein Gegengift gibt? Etwas, das sie heilen kann? Es tut mir leid, ich... Hab zwar mal von einem gehört, aber die Sulfurlilie, die ist ausgesprochen selten. Ich habe noch nie eine gesehen. Fergus, sag mal, kennst du vielleicht diese Pflanze? Fergus musste nur kurz seinen Vater anschauen, der ihn anknurrte wie ein Tiger. Und schon sagte er nichts mehr. Nein, ich kenne sie nicht. Ihr habt gehört, was der Junge gesagt hat. Es ist aussichtslos. Cora sah Fergus in die Augen. Und der änderte seine Meinung. Nein, Vater, ist es nicht. Die Sulfur, auch Schwefellilie genannt, ist die allgemeine Bezeichnung für die Quidestvetere. Und hier ist eine.
Du brauchst nur zwei Blütenblätter. Nein! Caligo riss Lumina Tante Cilla aus ihren Armen und versuchte, mit ihr zu fliehen. Jetzt wandte Lumina den großen Perlenzauber an. Alle Perlen im Schloss flogen zusammen und hörten auf ihren Befehl. Die Perlen fesselten Caligo und trugen Tante Cilla von ihm fort. Lumina gab ihrer Tante die Blütenblätter. Lumina? Tante Cilla! Oh. Eure Majestät, was wir da gerade gesehen haben, beweist doch wohl, wie gefährlich die beiden sind. Als ihr kommandierender General empfehle ich dringend, dass sie sofort festgenommen werden. Es war er, Caligo. Er ist derjenige, der mich gezwungen hat, euch zu vergiften. Er wollte unbedingt, dass sein Sohn den Thron besteigt. Heute noch. Die alte Hexe ist doch verwirrt. Ich glaube ihr, Eure Majestät. Du Idiot! Du wärst jetzt König! Wie oft muss ich dir das noch sagen, Vater? Ich will doch gar nicht König sein. Ich will Botaniker werden! Die Königin näherte sich nun Lumina. Die Perlen, sag mir, konntest du das vielleicht schon immer? Natürlich, ich denke schon, wieso? Na, weil das eine königliche Gabe ist, der Perlenzauber. Ist das möglich? Bist du etwa unsere Tochter? Ja, das ist sie. Was, wirklich? Aber wie kann das sein? Auch das war Caligos Idee. Es ist Jahre her da, gab er mir viel Geld, damit ich eure Tochter umbringe. Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. So zog ich sie stattdessen groß. Weit weg von hier auf dem Riff. Es tut mir leid, ich habe so viel Schuld auf mich geladen. Es ist unverzeihlich, dass ich sie damals entführt habe. Ich dachte immer, ich tat es, um sie zu beschützen. Aber die Wahrheit ist, ich konnte mich einfach nicht von ihr trennen. Das Wichtigste ist doch, dass sie jetzt hier ist, oder nicht? Lumina, willkommen zu Hause. Bedeutet das, mein Zuhause ist das Schloss? Ehrlich? Aber ich glaube, ohne Tante Cilla und Kuda fühle ich mich hier nicht zu Hause. Nein, bitte. Das wäre ja wohl nicht angebracht. Natürlich wäre das angebracht. Auch du bist ein Teil ihrer Familie. Was machen wir denn hier? Wir befinden uns doch auf einem Ball, oder nicht? Na los, heißen wir unsere zukünftige Königin Lumina willkommen. Musik, Maestro, bitte! Es wurde noch ein rauschendes Fest gefeiert, bis in die frühen Morgenstunden. Und so hatte alles ein glückliches, nein, ein sehr glückliches Ende gefunden. Yesterday, things were simple, things were safe. I never dreamed that I could see a better life for you and me. Everyone told me to stay. I held my breath, I made the leap. Opened a door I'd never seen. Took a chance, I made it through. Now everything is coming true. And this is what it's like to be out of my shell.
changing colors, making waves. There's something new in every day. Wide awake, I live the dream beneath the stars, under the sea, and now the current.